Dann gehen wir mal zum Wiederaufbauoffizier und geben das ab. Der war doch irgendwo hier. Ach, guck mal. Da hinten steht er. Was denn? Oh, wie süß. Der hat ja so ein kleines, ja, wie so ein Haus, so ein Mini-Drachen. Wie putzig. Ich will ihn sehen. Süß? Naja, gut, er ist klein. Süß? Oh Gott. Du hast einen sehr komischen Geschmack, junge Dame. Hallihallöchen, hier ist wieder euer Hadi. Ihr habt schon richtig erraten, mit einem neuen Let's Play Together. Und zwar spielen wir Dragon's Prophet. Ist ein Free-to-Play, geht schon gut los. Ist ein Free-to-Play-Titel, in dem man wohl Drachen zähmen kann und ziemlich viel mit Drachen macht, etc. pp. Und da ich ja mich sehr mit der Thematik beschäftigt habe, habe ich mir natürlich auch einen echten Drachen heute mal dazu geholt. Sehr nett, danke. Das scharfe Gerät neben mir, hallöchen. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin die Spoonie, ich bin die Spoonification und... Das ist mein erstes Let's Play Together mit Hardy, wie er ja gerade schon gesagt hat. Ich bin echt gespannt, wie es wird, weil ich stehe auf Drachen und ich stehe drauf, sie reiten zu können und ja, mal gucken. Ja, okay. So, dann haben wir den Punkt Erotik schon abgehakt für heute. Wir haben übrigens das Tutorial schon gespielt, falls ihr euch wundert, warum wir Level 5 sind, weil wir mussten uns ja erstmal finden. Ja, das hat ein bisschen gedauert am Anfang. Genau. Wussten nicht, wo wir sind. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal die Quest abgeben. Ja. Gute Idee. Wir müssen ja hier Sivan Dale finden und haben ihn schon gefunden. Auf F. F. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Also das Spiel, das gibt einiges her. Ja, mal schauen, was man so alles machen kann. Genau. Wir haben schon Trailer wieder... über 2000 Quests. Oha. Zombies müssen wir töten. Yay. Yeah. Sollen wir die nochmal ansprechen? Noch Quest. Ja. Ja, ne? Ist immer so nett. Bla 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 bla. Zählt ein Türkis-Himmelsdrachen. Oh, wir kriegen unseren Drachen. Echt? Ja. Ja. Und hier ist noch eine, ne? Oh, ja. Und hier ist noch mal eine. Oh Gott, ich bin total überfordert. Was sollen wir nur tun? Ich spiele übrigens ein Orakel, so schimpft sich das. Genau, ja, ich bin ein Waldläufer. Ja, ganz schön scharf. Ein Ranger. So in grün, jetzt bist du weg. Nein, hier bin ich. Hä? Ach, das war's so. Ups. Direkt fremden Frauen hinterher geschaut. Na, guck mal, hier kann man eine Quest abgeben, glaube ich. Ja. Reisedienste. Wollt ihr euch einen Ortswechseldienst registrieren, dann bestätigt dies, indem ihr diese Quest beendet. Ach so. Okay. Ich glaube, wenn man sie beenden kann, sind die grün. Das Häkchen eben war ja auch grün, oder? Okay, gut, dass ich dich dabei habe. Siehst du, jetzt wäre ich schon total aufgeschmissen. Können wir denn irgendwo sehen? Warte mal. Oh, ist das eine Map. Oh, schön. Oh. Das ist Purizia, okay. Wo wir gerade sind. Wo müssen wir denn hier hin? Sieht man das irgendwo? Mm. Haben wir einen Questlog? Oh, ich habe direkt meinen Shop geöffnet. Super. Aber hier, wenn man auf die Karte drückt, da ist so gelb eingekreist der Türkishimmelsdrache. Ach ja, Tatsache. So ganz sanft. Dann können wir mal gucken. Das kommt, wenn man die Quest sich nicht durchliest. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir da doch einfach mal hin. Ich laufe dir einfach hinterher, ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich weiß auch noch nicht, wo ich lang muss. Wir gehen einfach mal hier raus. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ab und zu habe ich noch einen kleinen Ruckler drin, ich weiß gar nicht warum. Ja, war bei mir auch gerade. Das ist wahrscheinlich das Startgebiet und so. Narben-Zombies. Ja, hier ist auch ein bisschen was los, ne? Aber wir müssen ja sowieso Zombies töten und ich glaube diese überlebenden Formulare holen, oder? Zombie-Frau, aber hier. Genau. Zack, zack, zack. Ha, erledigt. Beute, ist da was drin? Schmieriges Fett. Okay, was ist das? Vergifteter Rosenschnabel Ostriak. Oh mein Gott! Ich dachte erst, das wäre so ein Bär. Oh, die hören sich ja knuffig an, wenn die sterben. Purer Drachensplitter für Magieabwehr habe ich da drin. Okay, man kann nicht gleichzeitig looten. Ah, okay. Ach, guck mal, wir können da jetzt rollen. Ja, sehe ich gerade. F6 Bedarf, F8 Gruppen. Ich mach mal F8 einfach, was auch immer da passiert. Gruppenwurf, achso. Aha, Gruppenwurf, ja, immer her damit. Oh, da ist eine Zombiefrau. Ja, töte sie. Man kann übrigens einen Doppelsprung machen. Ja, voll toll. So. Und man kann Kombos machen, wenn ich zweimal drücke, dreimal und dann kann ich einen Shop machen. Hui. So, das ist noch eine Zombiefrau. Kannst du das? Kann ich das auch? Ja, das kann ich auch. Genau. Das ist unterschiedlich, ob du zweimal linke Maustaste und dann rechts drückst oder dreimal oder 20 Mal.
Tatsächlich. Du kannst beim Doppelsprung auch so komisches Zeug machen hier. Oh, ist ja klasse. Ich muss ja gerade mal die Tooltips mal ausblenden. Das ist jetzt ganz schnieke. Ich glaube, ich gucke mir nochmal. Es gibt doch bestimmt sowas wie eine Questlog. Warte mal. Kann ich da jetzt draufdrücken? Tatsache. Questverfolgung. Volkszählung. Nach einem Zombieangriff, bla bla. Vier überlebenden Meldeformulare von den Dorfbeamten holen. Achso, wir müssen hier die gar nicht töten. Ach, aber guck mal, das Spiel ist ja von den Machern von Runes of Magic. Mhm. Das erkennt man unter anderem auch darauf, wenn man auf der Minimap guckt. Hier kann man irgendwie Blümchen pflücken und Holz hacken. Und wenn tatsächlich. Ich hier F drücke, Wasserweidenblock. Ich nehme den einfach mal mit. Warum nicht? Oh, ein Kaninchen. Töte es. Nein. Warum nicht? Weil, es sieht seltsam aus. Oh, das sieht aus wie ein Wolper-Dinger. Ich kann sagen, Kaninchen. Du hast aber komische Kaninchen bei dir. Ich guck mal gerade auf die Karte. Ach, wir sind auch sind viel wir zu falsch? Weit weg für diesen Drachen. Oha. Okay. So weit sind wir doch gar nicht gelaufen, oder? Nö. Ein paar Schritte bloß. Austria. Guck mal, da oben ist der Drache. Wo denn? Der sieht ja cool aus. Ach, da. Da auf dem Heuhaufen. Ich hüpfe mal rüber. Hallo, Drache, ich bin's. Zehn, ein Türkis. Hier ist auch einer. Dann nehme ich mal den da hinten. Drück wiederholt WASD. Um das Symbol innerhalb des Kreises. Jetzt sehe ich es ja erst. Da ist so ein Zielding. Das muss. Ja, ich raste hier vollkommen aus. Wie soll ich den denn zähmen? Wie machst du das denn? Ja, du musst da drauf hüpfen. Du hast eine Fähigkeit. Ich glaube, auf 6 oder so. Ach, ja, genau. Alles dann klar. Dann musst du das Symbol im Kreis da lassen. Okay. Oh. Bin mal gespannt. Ihr habt den Drachen erfolgreich gezähmt. Cool. Ich habe einen Drachen. Ich kann fliegen. Oh Gott. Ah, nein, nein, nein. Was ist das cool. Für ein blödes Ding? Zum Aufsteigen und Absteigen Tab drücken. Aber wie gehe ich denn? Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Wow. Hätte nicht gedacht. Schneller als ich wahrscheinlich. Reiten ist während eines Kampfes nicht möglich. Wo ist denn jetzt mein Drache? Ich war in der Luft und habe den aus Versehen. Ach, guck mal. Da ist die Spoonie. Ja, wahrscheinlich zum drück zum Auf- und Absteigen Tab, ne? Dann Tab. Steigst du ab. Ach, zum Aufsteigen nicht mehr? Ach so, auf Tab. Stimmt, doch, auf Tab. Stimmt, es ist die Beschwörung und Wegbeschwörung. Cool. Sieht schnieke aus, der Drache. Ja, und wir haben auch Fähigkeiten gekriegt für den Drachen, wie ich gelesen habe. Du schwebst mir gerade in der Luft. Alt F1, um einen Drachen zu rufen oder wegzuschicken. Okay. Bei K oder auf K können wir jetzt Drachenenergie vergeben. Okay. Das sind die Skill-Interfaces für Drachen. Ah, tatsächlich hier. Da ist aber bei mir irgendwie nichts drin. Echt? Ich habe Schwäche aufdecken und Geisterklaue. Muss man da weil drauf sitzen vielleicht? Nee, ich sitze auch nicht drauf. Hm. Hast du bei Drachenenergie-Skills nichts? Moment eben, ich. Nee, also hier ist tatsächlich nichts drin. Tja, dein Drache ist eine Nulpe. Toll! So, warte mal, Alt F1 zum Rufen und Wegschicken. Ah, da ist er. Der Kleine. So, jetzt mal nochmal. Nee, ich hab da tatsächlich nichts. In die Leiste setzen, warte mal. Ja, Tatsache. Kann ich mir jetzt in die Leiste ziehen und dann? Keine Ahnung. Ich lasse den Drachen jetzt mal neben mir herlaufen. Ach, geht das auch? Ja, auf Alt F1, dann rufst du den. Nee, wie cool. Ja, wir haben unseren ersten Drachen. Yay. Reicht, Spiel geschafft. Sind durch. wir müssen, glaube ich, in die Stadt und mit den Typen da reden. Mhm. Da war wieder dieses grüne Häkchen jetzt ist auf der Minimap zu sehen. Ja, Tatsache. Was für eine Satzstellung. Da können wir es abgeben. Aber wir hier die Ausrufezeichen haben. Ja. Regloser Zombie töten. Sind das alles Quests? Ja, tatsächlich. Hier muss man Rattensteaks sammeln. Oh, lecker. Austriakleber. Ja, da haben wir auf jeden Fall gut was zu tun. Ich glaube, langweilig wird es nicht. Nee. So, und da ist ein grünes Ausrufezeichen. Was macht er denn da? Er hockt da. Ich habe hier vorhin, ich muss gerade mal noch gucken, wo war der Questlog nochmal? Ach, ich mach das anders. So. Untersucht den verletzten Mann. Im Questlog selber, in der Questliste, ja. Sind die Bedeutungen der verschiedenen Farben drin. Also sprich, gelbe Ausrufezeichen sind Hauptstory-Quests, grüne Standard,
blaue Tagesquests und rote besondere Quests. Wo siehst du das? Ach, da oben. Ja. Ah. Leicht Solo-Quest. Die sind sogar markiert, wie schwer die sind. Sehr praktisch. Hat was. Ja, gerade für so Versager wie uns, glaube ich. Ich gebe dir eine jetzt mal hier ab schon. Ich habe aber teilweise wirklich noch ein paar Frame-Einbrüche hier. Und Level up. Von mir geht's gerade eigentlich. Tatsache. Drachen weggeschickt, Zeit ist abgelaufen. Ach so, der ist mein ja für, ich hab's nur für eine gewisse Zeit rufen. Kann man den aber wieder rufen? Ja, ne? Ja. Stimmt, ja. Super. Ja, da, 43 Sekunden. Ah oh, ja. Aber ich habe tatsächlich, ich habe keine Drachenskills. Mieserig. Okay. Kommt bestimmt noch. Ja, diese Drachenskills, die kann ich nutzen. Nicht der Drache. Aha. Schau, wenn ich jetzt zum Beispiel hier drei dieses Geister-Dings drücke. Mhm. Zum. Huch. Da guckst du, da. Mal gucken. Also. Oh, jetzt hab ich hasse es, wenn ich so viele Quests im Questlog habe. Da komme ich doch gar nicht mehr klar. Nee, also ich kann ja hier tatsächlich noch nichts machen. Achso, hast du hier oben die Quest schon mal angenommen? Ja, die habe ich angenommen. Guck mal, hier liegt der Drache. Oh. Verletzter Himmelsdrache. F-Suche. Aha. Das hat jetzt was gebracht? Ach, die Quest erfüllen. Oh, okay, das wäre einfach. Na sowas. Da hinten ist noch eine Quest. Was? Wo? Also eine mit gelben Ausrufezeichen. Gelbe Fragezeichen meine ich. Ja, Tatsache. Oh, hier sind überall, wenn ich auf die Minimap gucke. Stimmt, aber ja. Die gelben Fragezeichen, waren das nicht Dinger, die wir erfüllen mussten? Ach so, Überlebenden-Meldeformular. Ah. Gelbe ist Hauptstory, ja. Ja. Ja, aber das sind die Formulare, die wir besorgen müssen. Ah, okay, okay, okay. Hier ist der alte Henry. Nee, die alte Jenny, Entschuldigung. Ja, man kann sich an meinem Geschlecht irren. Von weitem aber das ja nicht gleich erkannt. Aber du bist aber, lass mich mal angucken. Ja, guck mich an. Du bist aber auch ein Gerät, hallo? Ja, ja, ne? Und deine Brüste wackeln hin und her. Tun sie das? Beim Atmen, oh, tatsächlich. Ja, die kreisen so ein bisschen. Oh mein Gott. Ja, ja, wir haben super. Auch die Charakterstellung haben wir auch übersprungen, weil es echt ziemlich viel zum Auswählen gibt. Ja, also das ist Wahnsinn. Hätte so lange gedauert, glaube ich. Was macht denn der hier? Ja, weiß ich auch nicht. Dem geht's nicht so gut. Was ist denn das hier für ein Punkt? Sieht aus wie ein Portstein oder so. Ja, ich drück mal nicht drauf. Ich habe Angst. Das hört sich auch komisch an, ja. Da oben sind überall noch Ausrufezeichen, Fragezeichen auf der Minimap. Siehst du das? Ja. Wenn wir hier so lang gehen. Aber ich möchte mal was versuchen. Mhm. Kann ich in der Stadt... Ja, natürlich. Hui. Coole Sache. Ich fliege da einfach mal rüber. Das ist ja klasse. Man kann direkt von Anfang an rumfliegen. Ach, genau, guck mal, dann kann man Spiel, da kann man es nicht. Auf F1, F2, F3. Denn auf Kampf, passiv oder was stellen? Weiß gar nicht. Ach da, mhm. Ja, wahrscheinlich. Ich fliege jetzt mal da runter. So. Wie kann man denn da wieder absteigen? Dorfbeamter, Überlebensmeldeformular. Okay. Müssten dann zwei sein, oder? Tatsache. So, wo bist du denn jetzt hin eigentlich? Hier, da unten. Dorfbeamter. Ach, hier, oder? Genau. Den kannst du ansprechen, dann kriegst du noch ein Formular. Ach, super. Ja, damit. Und die gelben Punkte auf der Minimap, die deute ich mal einfach als Questziel, weil das ist nämlich ein Schaf. Und das hau ich jetzt auch nochmal um. Wir brauchen ja, glaube ich, von einem Schaf auch was, oder? Nee. Nö. Ich kann es auch nicht umhauen. Das ist auch grün. Grün ist die Farbe des Guten. Und so. Der Hoffnung. Und ja. Des Alters. Ja, wir brauchen noch zwei Dorfbeamte. Ja, da hinten ist noch eins. Hier, also zumindest ist da ein Fragezeichen. Hier oben, hinten. Was bestimmt auch witzig ist, ist, wenn man auf den Drachen des anderen aufsteigen könnte. Ja, das wäre noch cool, ne? Ah ja, hier richtig. Ist der Dorfbeamte. Guck an. Jawohl. Oh, man muss nämlich absteigen zum Interagieren. Muss man nicht? Nein. Super. Wieder was gelernt. Das ist immer, wenn man so ein Spiel anfängt, gerade bei Rollenspielen ist das ja so. Und auch oft bei Free-to-Play-Titeln, da hast du so viele Features und du bist total überfordert am Anfang. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ich habe jetzt, glaube ich, aber das eine Formular nicht... Oder wie viel hast du jetzt? 3 von 4 habe ich. Ach ja, okay, alles klar. Und da unten ist das letzte. Genau. Flattern wir mal hin. Wobei, hier sind einige Fragezeichen wieder. Gott, warum duckt er sich denn so? Was ist denn da los? So. Okay, bin wahrscheinlich zu hoch geflogen. Jetzt bin ich zu weit geflogen. Hier im Haus. Orientierung. Hier. Ja, ich habe ja auch einen. Ach so. Ah, nee, das ist ein Transportonkel. Und jetzt habe ich gerade
von Drachen absteigen, Standbild. Keine Rückmeldung, was? Ja, bei mir fliegst du hier in der Luft. Nee, jetzt bist du am Boden. Okay, jetzt bin ich abgestiegen. Jetzt habe ich aber einen dicken Ruckler drin gehabt. Das ist aber... Achso, die Reisedienste, die muss man erst noch abschließen. Genau. Wo war das Formular? Hier hinten im Haus. Da im Süden, ne? Ja. Okay. Hier. Die ja, nette Dame hier mit dem üppigen Vorbau. Ah, üppiger Vorbau ist immer gut. Also nette Dame meine ich. Natürlich. So, haben wir das. Ja. Dann gehen wir mal zum Wiederaufbauoffizier und geben das ab. Der war doch irgendwo hier... Ach, guck mal. Da hinten steht er. Was denn? Oh, wie süß. Der hat ja so ein kleines, ja, wie so ein Haus, hier so ein Mini-Drachen. Wie putzig. Ich will ihn sehen. Süß? Naja, gut, er ist klein. Süß? Oh Gott. Du hast einen sehr komischen Geschmack, junge Dame. Ja, kann sein, kann sein. So, süßer trotzdem. Offizier. Ich gebe mal die Quest ab. Kein Level up. Naja, man kann ja nicht alles haben. Enttäuschend. Ja. Dann können wir aber jetzt, glaube ich, vor die Tür gehen und da ordentlich was schlachten. Wir brauchen hier Ostriaks und Schnapperratten und Rattensteaks und Lebern und... Oh Gott. So. Zombie-Frau. Namens-Zombie. Oh, hier ist ja... Hast du mittlerweile über den Gegnern eine Lebensanzeige? Ja, habe ich. Unfassbar. Kleiner Attributstein. Mhm. Patrouillenschwert. Also, richtige Lebensanzeige natürlich nicht, aber einfach diesen Balken, den habe ich. F8. Oh, F8. Na gut, ich habe ihn oben rechts halt, das ist auch in Ordnung. Brauchst du nicht das Schwert? Nee, ich bin Sensenmann. Ach, ja. Okay, ich glaube, das wird wirklich lustig. Was ist denn, wenn ich... Drachenzauber sieht. Drachenzauberstärke durchfließt euch. Verringert Schaden durch Monster um 5% in 30 Minuten. Buff, das ist doch schön. Cool. Und eine Leber habe ich auch schon. Mm. Hast du auch eine bekommen jetzt? Nö, ne? Nee. Ist ja meistens. Aber ich guck mal. Ah, doch, ich kann sie auch looten. Passt. Ah, schön. Erst dann verschwindet sogar. Ich hab schon hier die zweite sogar. Ich bin mir immer nicht so sicher, ob ich es jetzt schon anvisiert habe oder nicht. Bis zu. Wie anvisiert? Also, ob die auch in die richtige Richtung schießt. Die leuchten dann so komisch. Warum liegt denn der Zombie jetzt? Regloser Zombie. Durchsuche. Gibt XP. Ach so. Kampf der Zombie-Plage. Da liegen auf dem Boden so ein paar Zombies rum, die man. Ah ja, ist gerade verschwunden. Okay. Dumm die Dumm. Okay. Hier sind ganz viele von diesen, ich glaube, Ostriaks heißen die Dinger. Mhm. Wenn wir zuerst dachten, dass es ein Bär ist. Was? Zauberangriff nicht erlaubt? Gott. Ja, wie weit nach hinten? Oh, cool. Man kann sogar cleaven. Kannst du dich auch nach hinten katapultieren? Ja. Ah, okay. Also, na, ich kann es nach vorne. Ah. Das sagt ja schon klar unsere Konstitution voraus, ne? Du bist dann wohl eher diejenige, die hinten steht. Oh, jetzt will ich aber mal hier diesen Drachenskill versuchen. Hui! Boah! Okay. Ja, da sage ich einfach nur, who's your daddy, ne? Wie viele Leber habe ich schon genug, okay. Echt? Brauch noch Rattensteaks. Na gut, die Leber habe ich jetzt auch. Ja, wo sind die Ratten? Da, Schnapperratte. Was? Da, ach, oh da. Mein Gott. Was ist das? Das sieht aus wie ein Tschernobyl-Biber. Ein Tschernobyl-Biber. Das ist ich hab einen Zombie an mir. Zombie-Frau. Git. Ja, okay, sehr schönes sehen. Spiel bis jetzt. Also, ja. Gefällt mir. Natürlich alles noch leicht unübersichtlich. Ein bisschen, aber ich denke, das gibt sich noch. Was ist denn das hier? Uah. Ach, das ist so ein Körper. Okay, den muss ich noch durchsuchen. Na, kann ich? Kann ich? Kann ich? Kann ich? Ah, lass mich ran da. Lass mich ran an dich, du tote Zombie-Frau. Ja. Ach, du bist ja schon fleißig am Töten. Ich brauche ja nur noch Looten. Das mache ich am liebsten. Ja, ist auch beides dein Loot. Okay. Ich konnte da nichts draus nehmen. Der lebt ja noch. Das war. Jetzt hast du mich aber gerollt, ne? Das war Absicht. Klar. Oh Mann. Brauchen wir noch Zombies? Nee. Oder?
Nee, Zombies habe ich nicht, ne? Zack. Ich bin auch noch mit meinen Skills total überfordert. Ja, schon. Ich mach die ganze Zeit bloß linke Maustaste. Ja, das ist auch gut. Was ist das hier? Für Zeug? Eichhörnchen? Krausenmurmeltier, aha. Tschernobyl-Eichhörnchen. Kann man sogar looten. Ha. Oh, Lederfetzen. Ah, okay. Da ist noch eine Ratte. Wo denn? Ach da, ja. Also das ist eine vergiftete Ratte. Droppen die auch die Steaks? Ja, hab mir vorhin eins gedruckt. Oder auch nicht. Oh, da vibriert's. Da vibriert's. Komm, wir töten da vorne den Ostjag nochmal gemeinsam. Und dann sind wir nämlich schon am Ende der ersten Folge. Alles klar. Und total planlos. Yay. Immer noch. Was? Letzte Mal hier die gute Spooky. Oh, Level 7. Feuerige Wieso bist Erlösen. Du denn Level 7? Blutiges Ende. Ja, ich habe sogar neue Fähigkeiten gekriegt. Mein Level-Up mache ich jetzt aber auch noch. Ja, mach das. Kombo-Skills? Feurige Erlösung-Kombo. Mhm. Immer, so, jetzt hat. Feurige Erlösung. Aha, aha, aha. Ich habe eine Blitzexplosion bekommen. Dann mache ich das mal einfach hier. Mal gucken. Oh, das sieht ja klasse aus. Hallo. Oh, es lädt auf. 50 Sekunden noch. Ja, toll. Ich habe auch 5 Sekunden oder 6 oder sowas. Zing. Naja, 8. Okay, was ich noch ganz kurz zeigen wollte, wenn ich mal hier auf die Minimap gehe, man merkt ja, dass es von Runes of Magic ist, ne? Das mit dem Holz hatte ich ja gerade schon, aber es gibt ja auch Pflanzen. Da nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen Dorangras mit. Wir beenden jetzt einfach mal die Aufnahme und rauchen das. Würde ich sagen. Ja, doch, auf jeden Fall. Okay, gut. Ja, schön. Ich hoffe, euch gefällt das genauso sehr wie uns bisher. Ja, hoffentlich. Könnt uns ja mal schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Immer schön die Kommentare klatschen. Ganz genau. Und dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Aufnahme, bis zur nächsten Folge. Immer's gut, ihr macht's besser. Willst du auch noch was sagen, Spoonie? Nö, eigentlich dasselbe wie du. Ja, bis zum nächsten Mal einfach. Viel Spaß beim Zuschauen und einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Dito, tschüss. Ciao.